Mich wundern, dass der Alheria noch lebt. Erstmal bessere Waffen noch erforschen, am besten. So, jetzt die Tierchen hier und dann dürfte das gut sein. Skadis Ernte, das ja auch auf jeden Fall noch erforschen, bis wir die Tiere abgeerntet haben. Das klang komisch. So, die schlagen jetzt auf das Dorfzentrum ein. Hätte ich jetzt die dicken Riesen, die Hügelriesen, würde ich das viel schneller gehen. Aber so ist es eigentlich auch okay. Genau, dann kann ich einfach hier zumachen. So. Ihr macht das von der Seite bitte zu. Genau. Gut, wo ist mein Herse? Da, der schnappt sich das mal. Und baut hier drei Wachtürme auf. Gut. Achso, ja, das Dorfzentrum noch sichern. Das mache ich mit meinen Aufsacks. Gut. Dann verbessere ich meine Infanterie erst einmal ordentlich. Und das sieht gerade lustig aus. Naja, das könnte ich noch auf jeden Fall erforschen. Mach erstmal die Platte hier. Und dann baut den Turm bitte weiter. Achso, ihr solltet gar nicht bauen, das machen die Alfsergs. Warum auch immer. Achso, weil ich denen das hier in Auftrag gegeben habe. Auch gut. Gut, damit wären alle Durchgänge gesichert. Mehr oder weniger. Wir müssen nämlich die Mauer hier reparieren. Die gerade so ein bisschen lediert haben. Und gut. Skepan, jau. Jau. Schnelle Holz sammeln, wäre nicht verkehrt. Und du lieferst das Ding ab. Ich hoffe mal, so geht das auch. Ja. Was haben wir denn da gekriegt? Büchse der Pandora. Schneller mythische Einheiten. Ja, gar nicht mal so schlecht. Du bist Holzfäller. Du fällst bitte weiter Holz. So, schnellere Belagerungswaffen. Bessere Kavallerie auf jeden Fall. Wobei ich das nicht unbedingt hier erforschen muss. Erstmal erforsche ich das, dann erforsche ich bessere Kavallerie, weil wir in der Mission auch ein bisschen auf Kavallerie setzen. Jedenfalls auf Jarle. Die mittlerweile Ulf-Jarle sind, aber bald sogar noch bessere Jarle werden. So, und da ist meine letzte Nahrung, mein letztes Tierchen gefallen. Und die Zwerge sind bereits bei der Zwergenmine. Übrigens ist hier auch noch eine Zwergenmine. Was heißt Zwergenmine? Entschuldigung, eine Goldmine. Oh. Kommt ihr schon wieder?
Du baller mal die da hinten weg. Während ich eigentlich darauf warte, dass ich meine Gebäude nochmal verstärken kann. Oh, die werfen meine Türme ein. Das ist böse. Okay, wenn die meine Türme da einwerfen wollen, dann bedeutet das Krieg für mich. Ich reiße ich nämlich einfach ein. Und dann kommt dann stattdessen da eine Bergfestung hin. Dann sollen sie mal gucken, wie sie da durchkommen. Gib mir mal einen Tropuskale. Auch wenn wir davon immer noch alle haben. Okay, das war dann wohl... die Sache mit den Tieren. Ihr könnt ruhig alle da hinten Holz hacken gehen. Und ihr euch auf die Felder hier verteilen. So, jetzt sind 6 von 8 Feldern besetzt. Ich kann aber noch die anderen beiden auch noch besetzen. Da kriegen wir definitiv noch schneller Nahrung rein. Noch schneller Nahrung reinkriegen ist immer gut. So. Die zweite Bergfestung ist fertig. Jetzt sieht der Pass hier total unbegehbar aus. Ach du meine Güte. So, noch mehr von den Axtwerfern. Und eigentlich würde ich jetzt gerne Waffen in der Spiele verbessern. Jawohl. Ich setze hauptsächlich auf Fusskale, deswegen habe ich so viele Holzfelder, muss ich zugeben. Und auf ein paar Jarle. 2 Rammen, hier, um hier durchzubrechen und dann zum Brunnen zu kommen. Also wir werden hier durchbrechen, da durchbrechen und dann ist das gut. Ja, hey, wir kommen ordentlich voran, was ich auch gut finde. Hoch, da war gerade ein Leck. Tja, gegen die Bergfestung kommt ihr nicht so leicht an. Aber ihr werft wirklich ziemlich schnell beide Türme kaputt. Ja, die Bergfestung steckt einiges mehr ein als die Türme. Die Axtwerfer haben es auch irgendwie mehr auf die Türme abgesehen. Ja, meine Frostriesen könnte ich noch verbessern. Ich könnte auf jeden Fall noch einen beschwören, weil ich habe ja bereits einen Frostriesen. So. Ja, hier hinten sind noch mehr Türme und so weiter. Und der Turm da, der stört mich irgendwie. Deswegen schicke ich mal meine Huskal-Truppe los. Um den Turm da niederzumachen. Mein Huskal macht der Turm nämlich fast gar nichts aus. So gut wie die ausgerüstet sind mittlerweile. Und so viele wie ich davon habe. So. Ich denke mal, meine 5 Aufserks halte ich zurück. Die sollen da drüben den Turm wieder aufbauen. Ganz einfache Sache.
Ich könnte theoretisch noch viel, viel mehr Einheiten ausbilden. Naja, noch 5-4 von. Und ich habe Frostriese des Turms mit hübschen Helmchen bekommen. Ja, es kommt alles rein. Nur mit dem Gold kommen wir gerade nicht ganz so hinterher. Vielleicht brauchen wir jetzt wirklich langsam einen Marktplatz hier unten. Mit jeweils 3 Karawanen in jede Richtung. Dann blockieren die sich nämlich nicht zu sehr. Also hier den Marktplatz. Und mir fällt immer wieder auf, wie wenig Gebäude die Wikinger haben. Gerade mal 10 Stück an der Zahl. Und ja, das Gewässer hier hat auch keinen Fisch. Skepan. Ich könnte die beiden Verbesserungen noch erforschen. Ja, Goldverbesserung auf jeden Fall. Und vielleicht mal unsere Gebäude noch besser befestigen. So warten wir auf den letzten Hersen. Dann haben wir nämlich eine hübsche Armee. So, Helden. Reiterei. Nahkämpfer. Fernkämpfer. Ramböcke. Und dann brechen wir oben durch und holen unser Mannrad zurück. Ach du meine Güte. Oh. Das könnte ein bisschen heftig werden. 1, 2, 3. Hier an der Stelle. So. Schicken wir mal alles, was wir haben, raus. Und da ist die Mauer gefallen. Das ist nicht so schön. Da muss ich jetzt neue Huskale ausbilden. Alfsergs. Weil die jetzt gerade alle gestorben sind. Und Amandra ist wieder lebendig. Der Pass sieht echt komisch aus mittlerweile. Und ich sollte natürlich die Truppen hinterherziehen, die hier noch so rumstehen. So. Haut mal hier durch, dann sind wir im inneren Verteidigungsring. Und ich habe eine Ramme verloren. Macht nichts, 2 neue. Und sie ein bisschen beschleunigen, das dürfte auch hilfreich sein. Oh, die gegnerische Armee. Frieren wir sie mal ein bisschen fest.